Heute werden wir das Akzentetürchen öffnen und schauen, was dahinter steckt. Es ist ein Rezept für Dattel Tamarinde Chutney. Dattel Tamarinde Chutney wird hauptsächlich in Chaat-Rezepten verwendet. Neben Chaat-Rezepten passt dieses Chutney auch gut zu frittierten Snacks wie Samosas, Pakoras, Alu Tikki und die Liste geht weiter. Dieses Chutney kann man einfach zu Hause zubereiten. Los geht's! Wir brauchen Datteln entsteint und gewürfelt, Tamarindenpaste, Kreuzkümmel und Fenchelsamen, Salz, Garam Masala, Chilipulver und gemahlener Ingwer, Asafoetida, Jaggery oder brauner Zucker, Öl und Wasser. Zuerst werden wir Kreuzkümmel und Fenchelsamen bei schwacher Hitze rösten. Die geröstete Fenchel und Kreuzkümmel in einen Mörser geben und zu einer feinen Pulver zerstösten. Dieses auf eine Seite legen. Jetzt in einer Pfanne Dattelwürfel mit Wasser bei niedriger Hitze kochen lassen. Die gekochte Dattel in einem Schüssel geben und mit einem Stabmixer fein pürieren. Und jetzt in die gleiche Pfanne Öl erhitzen, Kreuzkümmel, Fenchel und Asafoetida dazugeben und ein paar Sekunden braten. Dann fügt die Dattelpüree und gut vermischen. Jetzt Jaggery und Tamarindenpaste hinzufügen und bei niedriger Hitze kochen lassen. Fügt Wasser hinzu, um die Konsistenz anzupassen. Ihr könnt auch brauner Zucker anstelle Jaggery verwenden. Dann fügt alle Gewürze hinzu und einige Minuten weiter kochen. Das war's schon. Süß-sauer Dattel Tamarinden Chutney ist fertig zu servieren. Dieses Chutney in einem luftdichten Glas mindestens 4 Monate im Kühlschrank aufbewahren oder einfrieren. Genießt eure Samosas, Pakoras, Papadums mit diesem süß-sauer Chutney. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.